Wir müssen reden. Ich war im Kaufland. Es gibt überhaupt nichts mehr. Es gibt kein Klopapier, keine Kartoffel, kein Brot, kein Mehl, kein Zucker, kein nichts mehr. Eigentlich nur noch der Mist, den eh keiner kauft. Ich verstehe nicht, was das soll. Diese ganzen Hamsterkäufe. Ist Corona wirklich eine psychische Krankheit oder was? Es ist doch nicht wahr, dass man hier so viel kauft. Es sterben mehr Leute im Jahr daran, dass sie sich an Brot verschlucken, als an diesem dämlichen Virus. Ich meine, klar, unser Gesundheitsminister hat auch keine Ahnung und schürt eine Panik, die ihresgleichen sucht. Aber es kann doch nicht sein. Wir haben Kinder, wir haben Männer zu Hause. Wie sollen wir denn die Familie versorgen ohne Klopapier, ohne Brot, ohne Milch? Das ist doch alles nicht mehr normal. Selbst die Babynahrung ist alle. Das kann es doch wohl nicht sein. Wie sollen wir denn das hier alles noch machen? Und wer kauft da wie die Idioten? Nein, es sind nicht die Zugewanderten. Es sind die Leute, die am lautesten schreien, dass unsere gesamte deutsche Leitkultur kaputt geht. Die sind's. Und das regt mich am allermeisten auf. Das hat nichts mit Leitkultur zu tun. Das ist einfach nur ganz psychisch krank. So. Ja, ich rege mich gerade richtig auf. Und irgendwie atme ich auch schon schwer, weil ich wirklich entsetzt bin, was hier alles abgeht. Was machen denn die Leute damit? Es gibt keine Eier mehr. Die Leute kaufen jetzt Eier, legen sich die hin und in 3 Wochen schmeißen sie die eh weg. Weil man ja zu blöd ist. Na, was will er denn jetzt? Will er nur rum oder nicht? Nee, okay. Weil man zu blöd ist, die dann vielleicht noch einen Tag danach zu essen. Das wird doch nachher alles weggeschmissen. Das tut mir am meisten weh. Ich weiß nicht, was das hier soll und was hier abgeht in Deutschland im Moment. Ich kann nur sagen, das ist alles nur absolut nicht mehr mein Land. Und ich habe ein Problem damit, was hier passiert. Und nein, der Virus ist es nicht. Das Virus, oder? Ach, ich habe jetzt gerade keine Ahnung. Muss ich auch nicht. So, ich fahre jetzt nochmal zum Netto. Es ist 21.21 Uhr und versuche jetzt hier noch Klopapier zu kriegen. Wir wollen mal gucken, was hier noch passiert. Aber ich gehe nicht davon aus, dass ich hier irgendwie noch irgendwas bekommen kann, weil es einfach wahrscheinlich in dieser Stadt nichts mehr gibt. So, ich bin jetzt da und versuche mein Glück. Drückt mir die Daumen und bitte, Leute, bitte agiert anders. Seid nicht so verrückt. Und selbst wenn hier eine Epidemie ausbricht, entweder rafft es uns alle dahin, dann müssen wir uns ums Essen überhaupt keinen Kopf mehr machen. Oder es wird sich irgendwas finden, was wir essen können. Danke fürs Zuhören. Tschüss.